So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Denn ihr habt es schon gehört, Dr. Oetker hat eine Pizza rausgebracht von Ristorante mit Fischstäbchen drauf. Fischstäbchen und Spinat und alles drum und dran. Jetzt ist das wie immer, weil die Leute total bekloppt sind, spalten sich natürlich die Meinungen der Nation, was ich nicht nachvollziehen kann. Damals als Dr. Oetker eine Schokopizza rausgebracht hat, alle so, wie eklig ist das denn, sind die bescheuert, aber im Endeffekt war das ja einfach nur eine süße Pizza. Ihr habt einfach nur einen Boden gehabt mit Schokolade drauf und so, ich weiß nicht, was das war, irgendwelche, wie so Nüsse oder Mandeln oder keine Ahnung, also ganz, ganz normales, wie wenn du dir ein Nutella-Brötchen schmierst oder wie wenn du Nutella-Wrap auf dem Jahrmarkt isst. Das war die Schokopizza von Dr. Ristorante, dass sie einfach nur den Boden genommen haben und süß belegt haben. Es war doch nicht eine Salami-Pizza mit Schokolade drauf, wo ihr dann sagt, das ist eine herzhafte Pizza, die jetzt gesüßt wird. Zusätzlich ist doch vollkommener Quatsch. Auch hier sagen die Leute wieder, ist das pervers, sowas Ekliges. Kann ich nicht nachvollziehen. Wir haben auch mal so einen Fischdöner gehabt in Coburg. Da hat er auch einfach so ein schönes Fladenbrot gehabt mit viel Gemüse drin und Zeugs und hat statt Dönerfleisch dann eben da einen Backfisch reingemacht. Wie wenn du dir ein Backfischbrötchen holst irgendwo am Jahrmarkt, beim Weihnachtsmarkt. Und das ist ja jetzt auch trotzdem einfach nur ein Boden. Also das ist jetzt dein Fischstäbchen mit Spinat und mit einem Boden. Wie wenn du jetzt ein... Ja, wie wenn du eben ein Backfischbrötchen isst. So stelle ich mir das vor. Ich kann da nichts Ekliges erkennen. Guckt euch aber den an, der hat schon wieder geheiratet. Der hat sich schon wieder die Dose 500 Dosenbier hergestellt. Und wir wollen das jetzt auch mal testen. Ich habe gesehen, der Kanal Phänomenal hat die auch getestet. Wir wollten uns die letztens holen, haben gesehen, im Rewe, da liegt alles aus. Ach komm, nehmen wir morgen mit, können nicht so viel tragen. Dann war alles ausverkauft. Pupsi hat jetzt einen aus Meiningen noch bekommen. Die wollen wir jetzt erst auch mal auspacken. Was sie für einen Namen hat vor allem. Pizza Bastoncini di Pesche. Edizione Limitata. Ne? Keine zusätzlichen Farben und keine Artikel. Zitz-Filial-Flavors, also ohne Geschmacksverstärker wahrscheinlich und ohne Lebensmittelfab. Der Karton sieht auf jeden Fall irgendwie ziemlich groß aus. Also normaler Karton ist vielleicht die Hälfte davon, so ein Pizzakarton. Der ist so groß, wie wenn bei anderen drei Stück drin sind. Ziehen das jetzt mal hier raus. Gucken uns den Unfall jetzt mal an. Denn da ist schon der Fisch. Der eine Fisch ist abgehauen, der andere Fisch, der liegt noch. Das ist aber nicht schlimm. Pupsi musste dir die ganze Fahrt über bis hierher zwirbeln. Das ist jetzt ein bisschen aufgetaut. Ansonsten sehe ich da Käse und Spinat und einfach nur, stelle ich mir total toll vor. Wir hatten die ganze Zeit auch vor, die selber mal zu machen. Haben da extra eine Spinatpizza gekauft von Dr. Oetker. Wollten ein Fischstäbchen kaufen und die Fischstäbchen da drauf machen. Jetzt ist sie hier ausgepackt. Es sieht jetzt also so aus, ausgepackt. Wir müssen aber dieses eine Fischstäbchen nehmen und hier rüberlegen, sodass das wieder diese Form hat. Mit dieser Form ist es nämlich am besten. Adi, Schatz, guck mal. Schmeckt gut, oder? Sage ich immer. Die packen wir jetzt mal in den Backofen, melden uns gleich zurück, wenn die Pizza dann fertig ist. Fischstäbchen! So, auf! Scheiße! Raus! Wenn man nur eine Hand hat, ne? Fridolin. Zack, und die Hütte zu. Ofen aus.
Fischstäbchen am Start. Da ist das Käse nämlich schon richtig schwarz und die Fischstäbchen sind noch roh. So, und ihr habt schon gesehen, die Fischstäbchen-Pizza ist also fertig. Mit Original Captain Iglo Fischstäbchen. Deswegen ist sie auch so teuer. Würde Dr. Oetker sich mit Rewe Ja zusammenschließen und würde da die Ja-Fischstäbchen drauf machen, ihr würdet wahrscheinlich gar keinen Unterschied merken und die Pizza wäre einfach 5 Euro billiger. Die hat, glaube ich, nur 2 noch was gekostet. Egal, da kriegt ihr sogar, wenn ihr die mitnehmt, noch Geld zurück. Wir haben die jetzt auch fertig gemacht. Das Problem war, wie gesagt, als jetzt Pupsi und so und dann die Überführung der Pizza hat so lange gedauert, dass sie jetzt nicht mehr gefroren war. Die war halt jetzt schon total weich, als sie kam. Da ist immer ein bisschen so das Problem im Ofen dann warm machen, weil eigentlich ist ja alles gefroren und dann muss auch alles gleichzeitig bei der Hitze, wenn der Boden schon nach einmal angucken fertig ist, während oben das noch alles kalt ist, der Fisch. Aber wir haben uns Mühe gegeben, das wird sicherlich nicht an Kanal Phänomenal sein Video und Tasting rankommen von der Aufmachung, bei ihm sieht das nämlich alles immer komplett genial aus. Grüße an Kanal Phänomenal. Ich habe sein Tasting noch nicht gesehen. Das ist jetzt unsere hier. Guckt euch die an. Da sind, wie gesagt, jetzt 6 Fischstäbchen drauf. Ich habe die jetzt auch schon geschnitten. Habe immer geguckt, dass ich sozusagen ein Stück mit einem so einem Fischstäbchen dann habe. Habe das alles hier so gemacht. Das zieht sich auch ein bisschen hier mit Case. Wir werden jetzt ganz genüsslich das mal hier herstellen und werden das jetzt mal probieren. Werden das da auch ein bisschen abschneiden. Und werden mal, ja, einfach mal gucken, wie es so ist. Erstmal hier so die Pizza. Die Pizza mit dem Käse auf dem Rand plus dem Spinat, dass ihr ohne den Fisch erstmal nur so den Spinat-Pizza-Geschmack habt. Der müsste ja genauso schmecken wie eine normale Restaurant-Spinat, die jetzt hier noch im Gefrierschrank ist, weil wir das eigentlich selber machen wollten. Ja, der Rand ist trotzdem knusprig. Und diese Käsenote zieht sich schön über die Pizza drüber. Das finde ich total cool. Obendrauf, Spinat ist halt meistens ein bisschen wässrig. Hat jetzt nicht den heftigsten Geschmack. Wirkt aber trotzdem irgendwie erfrischend. Macht einen gesunden Eindruck erstmal. Wenn ich mir nämlich beim Abo immer eine Pizza hole, nehme ich meistens die Pizza kocht. Da ist sogar auch Spinat drauf und Brokkoli. Und weiß ich gerade nicht, was das andere ist. Deswegen, ich war nie so ein großer Spinat-Fan als Kind. Aber jetzt so, bei dieser Pizza interessiert mich das natürlich total. Wir kommen jetzt hier zum Fischstäbchen. Hier ist halt auch diese Tomatensoße natürlich drunter. Es ist ja Pizza, als Grundierung kommt da immer Tomatensoße drauf. Vergesst alles, was ich mit der Schoko-Pizza vorhin gesagt habe. Natürlich muss da auch Tomatensoße drauf und dann die Schokolade oben drüber. Riecht nach Fisch. Ist jetzt alles ein bisschen matschig. Aber das liegt ja an der Zubereitung. Ja, und ansonsten weiß ich nicht, was man da jetzt groß erwartet. Schmeckt halt einfach nach Fischstäbchen mit Spinat. Und dann ist es ein bisschen knusprig. Wie wenn du ein frisches Brötchen dazu isst. Manche essen ja auch Fischstäbchen, machen die sich, essen die einfach so mit Ketchup, Brötchen dazu, Fastfood-mäßig. Warum nicht? Ihr habt da eben keinen. Obwohl, ihr habt ja trotzdem eigentlich eine tomatige Note durch die Grundierung, die da drauf ist. Ich finde es auf jeden Fall cool. Ich weiß nicht, was daran eklig sein soll oder nicht schmecken soll. Ich würde meine Fischstäbchen wahrscheinlich dann trotzdem mir lieber einen Fischburger machen. Dass ich eben Fischstäbchen mache, mache mir so ein Burgerbrötchen zurecht mit Gurken, Tomaten drauf, Salat, allem hin und her, tue die Fischstäbchen da drauflegen. Dann ist das nochmal frischer, nochmal saftiger. Weil so ist es halt alles. Warmer Pframpf, ne? Aber schmeckt, kann man essen, kann man aber auch, glaube ich, günstiger selber machen. Muss man jetzt nicht die nehmen und die und alles und so. Kannst du theoretisch auch auf jede Pizza jetzt einfach Fischstäbchen mit draufhauen. Könnt ihr ja mal testen, auf welcher Pizza ihr gerne mal Fischstäbchen probieren würdet. Ansonsten trotzdem, coole Idee und Grüße gehen raus an Dr. Oetker und den Mr. Iglo-Mann, dass sie halt immer wieder neue Sachen probieren. Nicht davor zurückschrecken, auch wenn das Internet immer total bekloppt ist und sagt, wie kann man sowas machen, sind die total bekloppt.
Finde ich doch gut. Ihr bringt dann auch Sachen, die man dann selbst auch nachmachen kann. Und die man natürlich so erstmal bei euch testen kann. Ich werde ja auch selber mal machen. Und ansonsten vielleicht mal was ganz anderes, eine ganz andere Pizza holen und da trotzdem noch Fischstäbchen drauf. Könnt ihr mal Vorschläge in die Kommentare schreiben, auf welche Pizza ihr euch Fischstäbchen vorstellt. Habt ihr die auch schon probiert? Schreibt es mir in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Sonst war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und euer Adi, genau. Mm-hmm.